Nun siehe, ein wunderbares Werk ist im Begriff, unter den Menschenkindern hervorzukommen. Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzen Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Darum, wenn ihr den Wunsch habt, Gott zu dienen, seid ihr zu dem Werk berufen. Denn siehe, das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit. Und siehe, wer seine Sichel mit aller Macht einschlägt, der legt einen Vorrat an, so dass er nicht zugrunde geht, sondern seiner Seele die Errettung bringt. Und Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und Liebe, das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet, befähigen ihn für das Werk. Denkt immer an Glauben, Tugend, Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut, Eifer. Bittet und ihr werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Amen.